Krass. 31.12., der letzte Tag dieses Jahres. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber das Jahr, das ging so schnell vorbei irgendwie. Und ich vermute mal, dass das nächste Jahr auch irgendwie schnell vorbeigehen wird. Ja, an so einem Tag wie heute, da denkt man natürlich zurück und lässt so einige der Dinge Revue passieren. Und das war wirklich ein ganz, ganz aufregendes Jahr für mich. Hast du ja auch vielleicht mitbekommen an der einen oder anderen Stelle. Ich war zum ersten Mal auf Tour. Mein erstes Buch habe ich auf den Markt gebracht und es gab viele Höhen, viele Tiefen. Ich habe viele neue Menschen neu getroffen. Ich habe neue Menschen kennengelernt. Ich habe Menschen verloren, leider auch viel zu früh. Es gab wie jedes Jahr eigentlich Trauer und Freude. Es gab Weinen, es gab Lachen. Aber das gehört zum Leben dazu. Das ist das Leben. Das ist das Leben. Aber an so Tagen wie heute, da wird einem das eigentlich ganz, ganz bewusst. Und ich freue mich schon auf ein tolles neues Jahr 2020. Deswegen melde ich mich auch bei dir, weil ich dir auch ein ganz tolles Jahr wünschen wollte. Ich könnte dir ganz, ganz viel wünschen, aber ich wünsche dir auf jeden Fall Gesundheit. Ich habe dieses Jahr auch wieder ganz, ganz stark gespürt und mitbekommen in meinem Umfeld, dass Gesundheit das Allerwichtigste ist. Ohne Gesundheit ist alles nichts. Und das wünsche ich dir, dass du gesund bleibst, dass deine Liebsten gesund bleiben, dass wir einfach ein ganz, ganz tolles, gesundes Jahr 2020 haben werden. Und vielleicht hast du Vorsätze. Ich habe dieses Mal, glaube ich, also keine großartig formulierten Vorsätze für mich am Start. Weißt du, das Ding ist ja auch, viele Menschen brechen ihre Vorsätze ab. Ich glaube, bis zum 15. Januar brechen 85% der Menschen ihre Vorsätze ab, weil die einfach versuchen, mit Willenskraft durchzuziehen. So, ich schaffe das, ich schaffe das, ich rauche nicht mehr, ich rauche nicht mehr, ich gehe zum Sport, ich muss zum Sport. Und irgendwann ist diese Kraft erschöpft. Deswegen brechen genau so viele Menschen auch diese Vorsätze ab. Es geht eigentlich nur, wenn du wirklich was ändern möchtest in deinem Leben, wenn du was anderes haben möchtest in deinem Leben, ein anderes Jahr erleben möchtest, dann geht es wirklich nur, wenn wir den Sinn dahinter verstehen, also das Warum verstehen. Das musst du dich jeden Tag fragen. Und vor allem jeden Tag musst du dir das auch beantworten. Also, warum sollte ich das nicht mehr machen? Warum sollte ich mehr zum Sport gehen? Warum sollte ich vielleicht mit denen weniger abhängen? Und warum sollte ich vielleicht für diese Menschen offener sein? Warum? Also, wenn das Warum ganz klar ist, dann können wir ganz viele Wies ertragen. Dann ist der Weg viel klarer und viel einfacher für uns. Deswegen frag dich immer, wenn du vielleicht kurz davor bist aufzugeben, warum habe ich eigentlich angefangen? Warum möchte ich es eigentlich durchziehen? Und ich wünsche mir, dass alle deine Wünsche auch in Erfüllung gehen dieses Jahr. Im nächsten Jahr. Dieses Jahr sollen sie alle in Erfüllung gegangen sein, hoffentlich. Und nächstes Jahr sollen sie auch alle in Erfüllung gehen. Ja, wie ich dir schon gesagt habe, ich habe dieses Jahr gemerkt, es kann alles sehr, sehr schnell gehen. Ja, das Leben kann echt kurz sein, auch mal hart sein und man ist auch mal traurig. Und es gibt Tiefen, es gibt Tränen. Das habe ich festgestellt. Und deswegen denk dran, du musst nicht funktionieren. Wir sind Human Beings. Wir sind Human Beings, also Being, sein. Wir müssen einfach sein. Wir müssen den Moment genießen, auch im nächsten Jahr. Wir sind keine Human Doings. Das denken wir ganz oft, ne? Dass wir immer tun müssen, funktionieren müssen, für andere Menschen immer tun, 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 funktionieren. Und das ist nicht gut. Das geht auf unsere Seele, das belastet unser Herz. Wir sind Human Beings. Deswegen lass uns wirklich den Moment genießen und einfach sein. Weil so wie du bist, bist du perfekt. Es gibt niemanden, der so ist wie du. Da können wir lange suchen. Es gibt niemanden, der so ist wie ich. Alles, was uns ausmacht, also alle Stärken, alle Schwächen, sind einzigartig. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass es dich gibt. Und deswegen ist es auch so wichtig für die Welt, dass du einfach du bist. Weil, wie gesagt, es gibt niemanden, der so ist wie du. Und es wäre schade, wenn du uns allen deine Einzigartigkeit, deine besonderen Gaben, all das vorenthalten würdest. Deswegen bitte ich dich auch im neuen Jahr einfach zu dir zu stehen, zu deinen Gefühlen zu stehen. Du selbst zu sein, weil das macht wirklich einen großen Unterschied auf dieser Welt. Und das war schon. Ich wünsche dir einfach einen guten Rutsch ins neue Jahr. Pass auf dich auf. Grüß mir deine Family, deine Liebsten. Wenn sie mich nicht kennen, dann unbekannterweise auf jeden Fall. Und wir sehen uns im neuen Jahr wieder. Alles Liebe.